Hallo, hier ist die Silvia vom Stempellädchen. Ich habe hier heute eine kleine entzückende Bonbonschachtel für euch. Das ist eine selbstschließende Box. Die ist also nur an der Seite, an der Klebelasche einmal geklebt und ansonsten hält die von alleine. Das Band ist nur zur Deko, das hat so keine Funktion. Und ich zeige euch einfach erstmal, was drin ist. Und zwar ein Mini-Hanuta. Das Schöne an diesen Schachteln ist, das ist nur Designerpapier. Das ist unheimlich stabil in der Form. Und ja, das gefällt mir deswegen so gut, weil die so geräumig ist. Es sieht zwar hier so aus, als hätte das hier nur so eine kleine Fläche, die man befüllen kann. Tatsächlich seht ihr aber, dass das Mini-Hanuta sehr viel länger ist. Und auch hier ist also noch jede Menge Platz. Also es ist geräumiger, als es von außen aussieht. Und das ist das, was mir hier eigentlich auch so richtig gut gefällt. So, dann lege ich das mal auf Seite und dann können wir uns gemeinsam an dieses Bastelwerk beginnen. Ich bin ja der Meinung, dass ich... ich erzähle euch mal ganz kurz, was ich hier für ein Material verwendet habe. Das Papier ist aus Meer der Möglichkeiten. Und dann habe ich mir mit den bestickten Kreisen ein Stück aus dieser wunderbaren schwarzen Metallicfolie ausgestanzt. Habe hier einfach eine Mattung, habe hier einfach einen olivfarbenen Farbkarton mit dem Danke-Stempel bestempelt und habe hier ein olivfarbenes Band drum geschwungen. Das Band, das braucht man nicht zwingend, das hat keine Funktion, das ist nur reine Deko, aber es hat mir einfach so gut gefallen. Ich habe jetzt hier ein Stück Designerpapier aus Meer der Möglichkeiten und nehme gleich die dunkle Seite, die gefällt mir so gut, werde euch aber auf dieser Seite die Falzlinien zeigen, weil es auf der Seite wirklich sehr, sehr schwierig zu erkennen ist. Also 10,5 cm mal 15,2. Fast richtig. Und wir fangen an mit der kurzen Seite zu falzen, weil die einfach, das ist einfacher. Ich drehe das jetzt mal hier so rum, damit ihr die Falzlinien besser sehen könnt und ich knicke das dann nachher in die entgegengesetzte Richtung. Also die erste Falzlinie an der kurzen Seite ziehen wir bei 1,2 und bei 3,2 und das ist einfach, weil mit 3,2 endet auch hier die Skala auf der rechten Seite. Da kann man sich eigentlich nicht vertun. Und dann drehen wir das Ganze und falzen das auf der anderen Seite ganz genauso bei 1,2 und bei 3,2 cm. So, das ist im Moment ja noch ganz einfach. Was wir jetzt machen, wir falzen jetzt nur in diesem Rechteck. Das heißt, wir ziehen die Falzlinie auch nur in diesem Teil. Wir brauchen drei Falzlinien. Und ihr könnt das entweder so machen, dass ihr das anlegt und dann die Nase von eurer Falzklinge immer jeweils an den Falzlinien anzieht. Oder ihr benutzt einfach ein Falzbein. Das ist jetzt hier aus dem Falzbrett. Das ist da im Zubehör dabei. Oder ihr nehmt einfach die große Kugel eures Aufhebhelfers. Ich mache das jetzt hier mit der Falzklinge. Das sehe ich hier auf diesem hellblauen Papier nämlich ganz gut. Und dann lege ich das an bei 4 cm und lege die Nase jetzt hier an der Falzlinie an und ziehe das nur bis zur nächsten Falz, also nur innerhalb dieses Rechtecks. Ich habe ein bisschen zu weit gefalzt, naja. Dann bei 6,5. Ja, das ist schon besser. Ich nehme vielleicht doch die Kugel. Bei 10,5. Wenn man sich da mit dem Gesicht drüber legen kann, sieht man es natürlich umso besser, aber das, dann würdet ihr ja nichts mehr sehen. Also bei 10,5 und dann bei 13 cm und da wird die Falzlinie komplett durchgezogen, weil das ist eure Klebelasche. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann brauchen wir, könnt ihr das gut sehen, und dann brauchen wir zusätzlich nochmal Falzlinien. Und zwar falzen wir jetzt Falzlinien hier oben in diesem kleinen schmalen Bereich von dem Rand bis zur ersten Falzlinie. Und zwar genau in der Hälfte von diesen schmalen Rechtecken. Ich zeige euch das jetzt, wie ich das meine. Dann wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer. Ich lege den Farbkarton, ich lege das Designerpapier an bei 5,25.
und falze nur im oberen Bereich, also vom Rand ein kurzes Stück bis zur ersten Falzlinie. Das ist nicht viel. Das mache ich einmal oben und das mache ich auch einmal unten. Seht ihr das? Hier unten ist eine Falzlinie und hier oben ist eine Falzlinie. In diesem Quadrat, in diesem Rechteck hier machen wir das genauso. Hier bei der Hälfte legen wir das an und ziehen auch hier wieder eine kurze Falzlinie. Hier ist es jetzt einfach. Wir haben ja hier die Falzlinie von unserer Klebelasche. Und die lege ich einfach an bei 1,25. Hier auf der rechten Seite bei 1,25 und ziehe auch einmal oben und einmal unten eine Falzlinie. Dann brauchen wir noch mal ganz kurz eine weiche Unterlage und ein Lineal, weil wir jetzt eine Diagonale falzen. Genau vom Ende unserer kurzen Falzlinie eine Diagonale zu der Ecke und eine Diagonale zu dieser Ecke. Das machen wir auf allen Seiten und auch hier unten. Sieht jetzt so aus. Also wir haben jetzt hier die Diagonalen gezogen, hier auch, hier oben. Wir haben hier zusätzliche insgesamt 4 kleine Falzlinien und wir haben hier 3 kurze Falzlinien in der Mitte und eine lange, die hier über den gesamten Bereich geht. Das sollte jetzt bei euch also auch so aussehen. Und jetzt kann ich anfangen, den Farbkarton einmal zu falzen. Und zwar, ich will das ja jetzt hier so rum haben, ich falze das jetzt einmal nach außen und einmal nach innen. Einmal nach außen und einmal nach innen. So. Und dann falze ich hier an der Seite noch meine lange Falzlinie, also meine Klebelasche, die falze ich hier auch noch mal einmal um. Und dann vorsichtig erstmal die mittleren Teile, die mittleren Falzlinien, das mache ich ganz vorsichtig. Aber je besser ihr das jetzt falzt, desto leichter fällt euch das hinterher, die Box zu schließen. Schließt sich nämlich dann im Prinzip schon von alleine. Ja, und meine neuen Querfalzen, die ich hier gezogen habe, die falze ich jetzt auch schon mal vorsichtig nach. Linien hier auch. So. Und im Prinzip, wenn ihr das jetzt so aufeinander legt, hat das schon hier die richtige Form. Seht ihr das? So soll das aussehen. Und ich mache jetzt hier einfach innen etwas doppelseitiges Klebeband drauf. Und zwar über die gesamte Länge. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, das aufzukleben. Ihr macht das am besten so, dass ihr mit der Seite anfangt und legt die ordentlich übereinander, drückt die hier schon mal zusammen und macht das auf der anderen Seite auch. So, und dann könnt ihr hier den Rest eben auch noch andrücken.
Und dann falze ich hier einmal über den Rand, gerade hier an der Seite die Kanten, damit das hier schön zur Seite, an der Seite liegen bleibt. So, und dann ist meine wunderbare Box fertig. Sieht die nicht schön aus? Und das war wirklich einfach. Also ich hoffe, ihr habt das mit den Falzlinien ordentlich sehen können. Dann kommt jetzt hier mein Mini-Hanuta rein. Ja, und jetzt mache ich hier auch Band drum, und zwar nämlich Glutrot. Ihr könnt auch Marineblau benutzen. Das ist ja im Prinzip gehupft wie gesprungen. Da sind die Geschmäcker ja verschieden. Ich mache das jetzt so, dass ich mir hier einen Streifen doppelseitiges Klebeband genau in die Mitte klebe. So, und dann lege ich das Band hier oben einmal mittig an. Lege das mir hier einmal drum. So, sollte an der gleichen Stelle hier oben wieder rauskommen. Und dann schneide ich den Überstand einfach ab. Das wird ja hier gleich nochmal verdeckt durch mein Etikett. Hier kann ich jetzt kein Schwarz nehmen, weil ich finde dunkelblau und schwarz, das passt jetzt nicht so gut zusammen. Ich habe mir jetzt hier mit den Framelits Form Stickmuster einfach mit glutrotem Farbkarton hier diesen, ist es der kleinste, ja, den kleinsten Stickrahmenkreis ausgestanzt mit der Big Shot. Das ist jetzt das. Und das klebe ich hier jetzt einmal auf. Und dann habe ich hier ein Button mir schon mal gebastelt. Der kommt dann hier so noch mit hin. Und das klebe ich jetzt auf mit Tombow. Upsala. Die Buttons haben hier so eine Metallrückseite, so eine glatte. Da kann man das wunderbar aufkleben. So, und dann klebe ich den Kreis hier wiederum mit zwei Dimensionals auf meine kleine selbstschließende Box. Ja, so sehen jetzt meine beiden Boxen aus. Ich finde, die sind schön schlicht. Es eignet sich einfach auch mal als Männergoodie. Davon habe ich ja nie so viele vorrätig. Und ohne viel Schnörkel, Schnickschnack, Steinchen und Schleifchen. Ich finde, das muss man auch einfach mal zu Hause haben. Ja, und dann hoffe ich, euch hat mein heutiger Beitrag gefallen. Die Sonne kommt raus. Sie scheint hier gerade durch mein Fenster auf meine Unterlage. Dann habt noch einen schönen sonnigen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!